Feuer an den Railguns und müssen unseren Technikern Zeit verschaffen. Auf dem Träger sind überall feindliche Truppen. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem nachkommentierten Gameplay auf der wunderschönen Map Schiff irgendwo in dem Spiel Call of Duty Advanced Warfare. Ja, ich begrüße euch wieder, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diskutiere mit. Das letzte Video habe ich, glaube ich, nur Diskutiere genannt. Aber ihr dürft heute wieder mitdiskutieren und schaut euch das Video an, ob ihr jetzt in die Facecam schaut oder ob ihr in das Gameplay schaut. Das ist eure Sache. Aber, genau, ich fange einfach mal an. Und zwar, YouTube ist das neue Fernsehen. Ist es wirklich soweit, dass YouTube heute das neue Fernsehen ist? Das ist jetzt mal heute mein Thema. Und ich muss euch wirklich eins sagen, es ist tatsächlich schon so, dass YouTube das neue Fernsehen ist. Wisst ihr, was ich abends gerne mache, sind Dokumentationen anzuschauen auf YouTube. Die unterschiedlichsten Dokumentationen schaue ich mir an. Das fängt schon an mit der Drogen-Doku über Kokain, wie es hergestellt wird, über die Drogenkriege. Das interessiert mich einfach. Dann gucke ich mir auch sehr oft gerne Waffendokumentationen an und schaue mir auch Dokumentationen über so skurrile Sachen wie Geister an oder Aliens. Ob sie jetzt gibt oder nicht, das ist jetzt immer natürlich noch die andere Frage. Aber diese Dokumentationen unterhalten einfach. Das finde ich wirklich das absolute Nonplusultra. Das schaue ich absolut gerne. Noch mehr als Let's Plays, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, jetzt mal natürlich jetzt die erste Frage an euch. Schaut ihr auch gerne Dokumentationen an? Und was ist eure Lieblingsdoku? Vielleicht über Marihuana, über Skiffen? Ich habe keine Ahnung, was heute so in ist bei den Dokus. Aber wenn du eine Lieblingsdokumentation hast, sag sie mir. Ich würde sie gerne mal anschauen. So, zweitens. Filme. Filme habe ich schon oft gesehen auf YouTube. Leider der größte Teil ist Mist. Absoluter Bullshit. Schlechte Qualität. Meistens nur 244p. Kannst du eigentlich total vergessen. Also ich habe jetzt noch keinen Film gesehen, der mir gut gefallen hat. Doch, einen Film schon. Dieser Horrorfilm, der Zimmer 242 oder wie der heißt, keine Ahnung. Zimmer 343, keine Ahnung. Da geht es um so ein Zimmer und da gehen die Leute da rein. Also geht so ein Mann rein in dieses Zimmer und plötzlich passieren ganz merkwürdige Sachen und so. Am Ende ist er tot und so, keine Ahnung. Musik. Ja, Musik auf YouTube, das ist natürlich ein Highlight, weil ich da auch sehr gerne Musikvideos angucke. Zum Beispiel auch Phil Collins, das fängt schon an mit Phil Collins, Snoop Dogg. Besonders schön ist auch, wenn Snoop Dogg da ein bisschen rumlallt und dann noch ein bisschen Weed raucht. Das ist einfach schön, ich finde das einfach unterhaltsam und so weiter. Ja, dann gibt es Comedy, schaue ich gar nicht an. Ich schaue mir keine Comedy auf YouTube an, auch diese YouTuber, die Comedy betreiben. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Das hat für mich nichts mit Comedy zu tun. Comedy ist für mich Rüdiger Hoffmann, Ingo Appel. Das sind für mich wirklich wahre Künstler und das auf YouTube, das ist für mich jetzt keine Kunst. Das ist einfach nur, ja, mir gefällt es nicht. Das ist für mich keine Comedy. So, ja, wir haben aber, glaube ich, schon alles besprochen, was es so gibt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, ganz ehrlich. Aber YouTube ersetzt inzwischen natürlich schon Fernsehen, absolut. Der Nachteil beim Fernsehen ist einfach, da läuft nur das, was gerade angesagt ist. Ne? Auf YouTube kann ich alles suchen, was ich möchte. Ich kann sofort alles finden. Na, natürlich nicht alles, aber sehr, sehr viele Sachen. Auch Reportagen kann ich mir angucken, Nachrichten und einfach mal so ein paar Wissenssendungen. Das ist natürlich schon cool, Welt der Wunder, Galileo. Und das ist einfach, was mich so reizt an YouTube, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was auch beim YouTube natürlich bei YouTube schön ist, dass man sein eigener Videoproduzent ist. Man hat ja inzwischen seine eigene Fanbase, es ist wie ein Filmemacher. Man ist ja ein Filmemacher sozusagen, ne? und macht halt einfach seine Videos und die werden geklickt
wie im Kino. Und die Leute schreiben vielleicht noch einen Kommentar. Super Video oder... Ey, du Hurensohn, du scheiß Taliban, guck mal dein Tuch an, du bist bestimmt Taliban. Nein, ich bin kein Taliban. Das habe ich nur gemacht, damit ich meine Persönlichkeit schütze. So, viel habe ich jetzt erzählt. 5 Minuten haben wir noch. Ne, 5 Minuten ist ein bisschen lang, aber nun ja. YouTube hat auf jeden Fall mehr Vorteile als Fernsehen. Das auf jeden Fall. Man hat eine große Community, man kann mit den Videoproduzenten, die diese Videos hochgeladen haben, natürlich auch interagieren. Ich habe mit einem sehr berühmten YouTuber mal ein bisschen geschwatscht. Es waren 2 Sätze, also so ein kleiner Austausch, und zwar mit dem Videoproduzent, der das Video Charlie Bit My Finger Again gemacht hat, oder wie das heißt, so Charlie Bit My Finger, ihr wisst schon Bescheid. Mit dem habe ich geschnackt, habe mal geschrieben, hey, wann kommt das neue Video? Ja, so, er hat keine Zeit und so ein Zeug. Und ja, das war, glaube ich, der größte YouTuber, mit dem ich überhaupt mal so gequatscht habe, ganz ehrlich. Ich war überrascht, plötzlich schreibt mir der Typ an, der 500 Millionen Klicks auf YouTube hat. Also schon krass. Nun ja, das ist halt auch cool, ne? Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Fan seid von Madonna oder von... Möge es auch Justin Bieber sein. Könnt ihr ihn ja auch auf YouTube anschreiben. Er hat ja schon Leuten auf YouTube zurückgeschrieben, ne? Das ist auch krass. Du schreibst heute deinem Star bei YouTube, auf seinem YouTube-Account, auf seinem YouTube-Channel, gehst du hin, schreibst, hey, deine Videos sind geil, deine Musik ist geil, und dann kommt zurück, hey, yo, Bro, dankeschön. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Mit deinem Star, mit deinem Lieblings-YouTuber zu quatschen. Ich finde das eine richtig nice Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, was wollte ich noch sagen? Wie seht ihr das? Diskutiere mit, das heißt, ihr müsst mitdiskutieren. Findet ihr auch das Fernsehen, das Fernsehen schon überholt hat? Also ich finde schon, muss ich euch ganz ehrlich sagen, YouTube ist eine tolle Sache, du brauchst halt Internet dafür. Das fällt auch manchmal bei mir aus und dann habe ich halt auch kein YouTube. Und dann habe ich halt nur Fernsehen zur Verfügung. So, haut auf jeden Fall rein, das Video ist auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, es hat euch gespannt.